Servus und Grüß Gott und schönen guten Tag an alle, die jetzt wieder zuschauen in der neuen Folge Odyssey Alter Sarich. Nein, ihr wisst, welches Spiel ihr hier angeklickt habt und welche Folge. Wir haben den Sarg geöffnet in der letzten Folge und ach, fällt mir gerade ein. Ich habe ja vergessen, die ganzen Lederbeutel rostiger Zweihänder zu öffnen. Das kann ich immer noch machen. Hier ist ja eh nur Gold drin. So, und auch hier haben wir den Schalter gefunden für das Gitter, was wir schon von außen gesehen haben. Also hier. Jo. Und jetzt sind wir wieder draußen. Das heißt also, 5.51 Uhr. Es ist wieder ein bisschen heiß geworden. Heiß geworden. Und das neigt sich dazu. Also, Zugang nach Ashdod. Wir erinnern uns, wir müssten nach Uga zu einem gewissen Tataron. Ja, bevor ich mich auf den Weg mache, ich glaube, ich habe hier alles durch, ne? Also, das ist jetzt erledigt für mich, alles abgesucht, soweit ich gucken konnte. Also werden wir hier in diese Richtung, da über die Brücke und so. Aber vorher will ich doch noch ganz gerne mal eine Runde schlafen, also das heißt wieder mal, ach, das mache ich mal hier. mit meinem Ziegenfellsack, ne? Also Schlafsack. Das überspringen wieder, wie immer. Jetzt war ich gerade am Überlegen, war eigentlich ein Bett da hier in der Klosterruine, ne? Ich kann mich nicht erinnern mehr. Das war ja gestern, als ich das aufgenommen habe. Yep. Also rüber wieder. Wo ist denn jetzt diese... Oh. Wieso geht denn das hier so... jetzt bin ich ja völlig deorientiert. So, nein! Ich will da runter, aber wo komme ich da hin? Achso, das war ja so eine Spindelgeschichte. Okay, hier war das richtig. Also serpentinmäßig. So fast serpentinmäßig. Jetzt gucken wir mal. Wir sind ja direkt auf diese Klosterruine. Aber wir waren hier noch nicht. Abseits der Klosterruine. Das gucken wir noch mal eben nach. Nö, hier ist nichts Besonderes. Ach ja. Und dann werden wir uns Richtung Steinbrücke begeben. Und wenn wir da drüber sind, dann ist das für mich auch neues Gebiet. Okay, läuft noch ein bisschen smooth. So, hier steht wieder... Ja, ja, sag mal smooth und dann ruckelt er wieder. Ashdod. Was ist denn hier dauernd los? Sorry. So, und was sehen wir hier? Jede Menge Riser, Biser. Riser, Razor, Wüstenraiser. Okay, also muss ich mal bespannen. Nicht den Bogen, sondern die Pfeile. Ich habe ja jetzt Feuerpfeile. Mal gucken, ob die was bringen. Speichern. Und dann gucken wir mal. Sind die verschaltet oder sind sie Einzelgänger? Gucken wir mal. Da kommt doch schon einer an. Und der ist sehr hartnäckig gegenüber meinen Pfeilen. Und ich bin nicht so hartnäckig. Schade. Ja, wenn das nicht funktioniert, hilft natürlich meistens, denke ich mal, das Unwetter. Damit das ein bisschen fix geht für die Donnerstagsausgabe hier. Ja, da schreien sie schon rum. Wunderbar. So, und du auch noch. Herrlich. Ja, ich würde mal sagen, das ist für das Gebiet erstmal entrasert. Dann werde ich sie mal im Off looten. Fertig gelootet und noch ein bisschen hier übers Plateau gerannt, um zu gucken, ob da noch irgendwas liegt oder stand, aber nichts gefunden. Dann gucken wir doch mal, sind wir eigentlich auf die richtige Richtung weisend? Ah, jetzt kann ich meinen Pfeil wieder besser sehen. Ich habe die Karte noch nicht dunkler gemacht. Und zwar laufen wir Richtung alter Tempel-Oase und da unten drunter ist Uga Uga, also in dieser Richtung. Uga, Uga, Ugar. So, dann hoffe ich doch, dass wir der einen Herrn, wie hieß der, irgendwas mit Tatar? Tatar. Tataron, genau, richtig. So kann man mir, so kann ich mir die Namen merken. Ja, ach ja, okay, dann erzähle ich noch mal ein bisschen, was so
so ein Schwank aus meiner Jugend. Schwank aus meiner Jugend? Wie komme ich denn da jetzt drauf? Nee, ich hatte vor ein paar Tagen einen interessanten Anruf gehabt. Ach, siehst du, und schon werde ich wieder gestört durch einen Seiteneingang, der hier ist. Aha. Na, vielleicht komme ich später dazu, zu meinem Schwank. Ist das ein Wüsten? Ah, ein Wüstensnapper. Okay, ein Wüstenschnapper ist das. Schnapper. So, er hat mich. Ich mache es erstmal wieder ganz konventionell mit einem Ding. Oh, ja, okay, das ist halt eben so. Und auch auf den Tipp eines Zuschauers, da sind hier wieder so viele. Ich sollte mir meine Lebensleiste da unten mal ein bisschen vergrößern. Gucken wir doch mal eben drauf. Da habe ich nämlich Lebensenergie im Moment 160 von 410. Okay, dann werde ich mal ein bisschen was Mampfinger. Gucken wir mal, wie sich das hier mit den Feuerpfeil verhält. Oh, da ist doch hier vorne was. Als würde die ganze Zeit daneben schießen. Okay, versuchen wir es mal so. Oh, das ist der vordere bestimmt. Na komm. Ja, es kommt zwei, drei auf mich zu, das ist nicht so toll. Ach, da hinten sind noch mehr. Super klasse. Oh, die sind sogar schnell. Schaut mal, wie schnell die sind. Ich glaube, ich darf das wieder abbrechen hier. So ein Mist jetzt aber auch. Okay, versuchen wir es mal so, indem wir uns ganz schnell umdrehen und sterben. Shit. Versuch macht klug, aber dann in dieser Weise war es das letzte Mal. Jetzt pass auf. Okay, da sind welche. Die werde ich dann auch mal wieder mit meinem Unwetterspruch mal der niederschrecken. Es dürften jetzt noch 12 übrig sein. Und Roland, lauf bitte. Sub, 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 sub. Und schnell in die Höhle noch den Rest. Ach so, shit. Den Rest versuchen. Oh, das wird nichts werden. Das wird nichts werden. Jetzt ist der off. Also aus der Unwetterspruch. Speichern. Ah, ich glaube, ich überlege mir das und werde erstmal hier die anderen mal looten. Vielleicht finden wir ja auch gleichzeitig was. Was Wichtiges. Kann ja sein. Er hat ein Wüstensnapper ja irgendwas gefressen. Man weiß es ja nicht. Kommt ja einiges vor. Ja, Wüstensnapper, die haben wir ja gesehen, die können richtig schnell sein. Die snappen richtig gut zu. Gibt es da hinten auch noch welche? Also nicht in offensichtlicher Reichweite. Ja, dann immer wieder hier zurück und ich eigentlich schon, ja, ne? Nicht zu Okay, ja, plündern. richtig. Ja, speichern wir noch mal eine Runde. Ja, und dann sollte ich mal das Unwetter mal wieder aufladen. Dödi-dödi-düt. Das muss ich ja wieder nehmen. Und dann werden wir mal ganz schnell da durchfetzen. Wo sie mich da. Mal gucken, ob es auch Unwetter funktioniert, wenn ich dann meine Hand hier. Ja, genau richtig. Das funktioniert. Ah, sind doch nicht so unwenige hier. Boah. Okay, da fallen sie. Was das? Was ist jetzt hier so besonders dran, dass hier so viele Wüstensnapper sind? Ah, schwebende Heilwurzeln. Apropos schwebende Heilwurzeln. Haben die hier eine spezielle Technik? Nee, ich weiß, warum das so ist. Kronstöckel, wichtig, sehr wichtig. Sieht fast so aus, als wäre das hier eine neue Technologie, aber vom Wobbing her kann ich mir vorstellen, oder vom Renderer aus her kann ich mir vorstellen, dass sie halt eben nicht an richtigen Platz sind. Wobei ich mal auch in den Texturfoldern geguckt habe mit einem nochmal Grundstücke, Editorprogramm, welches da heißt Goman, hey Goman. Da kann man nämlich alle möglichen Texturen sehen. Worauf wollte ich denn jetzt hinaus? Ach ja, richtig. Und dann sind auch jede Menge uralte Texturen drin. Von Dicorick zum Beispiel. War damals eine Mod für Gothic 1. So, jetzt nochmal gucken an den Stein.
die ich auch mal angespielt habe, weil die war nicht ganz fertig. Jetzt gibt es aber eine neue Version, das ist dann Decoric 2, für Gothic 2 auch, habe ich noch nicht angespielt. Und in diesem Sammelsurium von Texturen habe ich doch tatsächlich zwei L-Cars Armaturen Texturen gesehen. Also L-Cars, das ist sozusagen die, wie soll ich das sagen? Raumschiff Enterprise. Kennt wahrscheinlich jeder. So, und nicht die Classics, sondern die Next Generation, Voyager und Geschichte. Da haben die ganzen Computerkonsolen ein spezielles Aussehen. Und das nennt sich L-Cars. Und also dieses Bunte mit diesen krummen, naja, halt eben dieses moderne Outfit. Vielleicht weiß jemand, wovon ich rede. Und das ist hier tatsächlich mit in dieser Mod mit drin. Weiß nur nicht, ob das irgendwie noch so ein Artefakt ist. Also irgendwie so ein Hinterbleibsel oder vielleicht werden wir das noch irgendwie sehen. Ich weiß es nicht. Also Star Trek Fans, aufgepasst. Könnte noch was sein. Ehrlich. Gucken wir noch mal, ob wir hier in der Nähe noch was finden. Nein, ich speichere mal vorsichtshalber ab. Jedenfalls musste ich lachen, als ich das gesehen habe. Und ich finde das gut, also wenn das mit hier im Satz drin ist. Auch wenn es nur... Oh, da ist was. Auch wenn es nur aus Versehen reingekommen ist. Zeugt das davon, dass wir doch hier irgendwelche Trekkie-Fans im Mod-Team haben. Mal ich ja auch so ein Trekkie 1 bin. Aber nicht Star Wars, das mag ich nicht. Leopard. Was haben wir hier nochmal? Leopard. Wie empfindlich sind die eigentlich auf meine Feuerpfeile? Würde ich ganz gerne mal wissen wollen. So, wie schmerzanfällig seid ihr denn? Moment mal, da gibt es ja auch einen Stein. Dann gehe ich doch mal hier. Oh, da könnte er nicht rüberspringen. Oh, jetzt bringt natürlich meine ganze Taktik nichts. Oh, der ist sehr widerspenstig. Hand, was ist mit dir los? Du sollst die richtigen Tasten drücken. Nommen. Okay. Und nicht springen wie eben. Hä? Was war denn das jetzt für ein... Was ist denn das jetzt für ein Fehler? Der schießt das Ding gar nicht ab. Feuerpfeile. Jetzt mal gucken, wie viele habe ich denn eigentlich? 442. Jetzt will ich das nochmal ausprobieren. Jetzt hat er die Dings. Moment, nochmal. Lustig. Was wird das? Das war eben komisch, ne? Guck, vielleicht macht er den Effekt nochmal. Ne, diesmal nicht. Oh. Oh, ach, der Leo Leandros ist hinter mir her. Gucken ist sehr schnell. Oh, der ist auch sehr schnell. Ja, dann falle ich mal so locker runter. Kommt der mal mit? Er kommt mit. Gut. Und ist dann bei schon gestorben. Ne, doch noch nicht. Nicht so ganz. Ich fange nochmal an. So, ich glaube, ich kann die Ursache erörtern. Dieser Effekt eben, diesen Schwingen da, dass er zwar wohl den Pfeil abgeschossen hat, ist wohl dadurch zu erklären, dass ich mit gezogenem Bogen abgespeichert habe und wieder eingeladen habe. So. Bum, 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 bum. Vielleicht bringt das ja was, wenn wir es mit einem schwarzen Herz probieren, ne? Da ist er nämlich träge, da kommt alles aufpassen, dass da hinter uns nicht die weiteren kommen. Okay, wir sind noch im Slow-Mo-Mode drin. Dann nehmen wir nochmal ein schwarzes Erz. Wunderbar. Und rennen dann dem nächsten hin. Aber sind nur Zweier. Ja, sind Zweier. Dafür ein Unwetter zu nehmen, das bringt ja nichts, oder? So geht's doch auch. Ich
echt, ey. Das ist ja. Roland kann die Zeit manipulieren. Wie irre ist das denn? Das ist echt der Hammer. Roland, der Zeitmanipulator. Einfach nur durch schwarzes Erz. Das ist der Hammer, ist das. Superklasse. So, gucken, kommen wir hier direkt hoch. Gucken wir mal uns schön im Tal um. Jep. Gucken wir nochmal auf die Karte. Wir sind straight for Uga, Leute. Speichern wir mal ab. Sup, sup, sup. Uah, ja, ist gut. Gucken wir mal weiter, was es hier noch so weiter alles gibt. Vielleicht sollte ich nochmal mal hier kurz den Bogen ziehen. Nein, nicht. Hier ist nichts mehr in der Nähe. Da hinten sieht aus wie eine Vertiefung, also wie eine Tiefung im Fels. Ist doch nur ein Erker, ne? Ja. So, nochmal gucken. Nichts in der Nähe. Oh. Und ja, ihr seht ja, es macht immer. Das werde ich mal eben ändern, indem ich mal das ganze Spiel nochmal neu einladen werde. Denn ich habe da so einen Verdacht, eine Theorie. Okay, ich muss jetzt erstmal hier einmal rum, damit sich das hier alles reinrendert. Auch 4G-Patch ist bei mir schon lange, gleich von Anfang an installiert gewesen. So, und jetzt rennen wir mal wieder ein bisschen, gucken, ob es noch ein bisschen... Seht ihr? Nur leicht. Na. Ja, es ist nicht so das Optimum, aber es ruckelt weniger. Denn mir ist nämlich aufgefallen, desto mehr ich abspeichere und neu lade, ich muss mal wieder scouten, umso stärker wird das ruckeln. Weiß ich jetzt nicht, wie das kommt. Vielleicht liegt das an der Programmstruktur der Modifikation. Alain Dufon kann eventuell was erzählen. Eventuell, dass vielleicht im Cache... Aha, hier geht's hoch. Im Cache irgendwas nicht komplett gelöscht wird. So, das müsste hier vor uns... Nee, hä? Wir sind an Uga vorbei. Das heißt also, ist Uga hier oben. Okay. Nicht irgendwas ganz im Cache gelöscht wird und sich da irgendwas aufstaut, worauf das Programm dann immer wieder zurückgreift und suchen muss. Ich weiß es nicht. Bin ja nicht so der Computerprogrammierer, eher so der Nerd, der Anwendungsnerd. Früher habe ich mal Computer programmiert. Das wäre jetzt das Thema Schwank aus meiner Jugend. Da war ich 16. 15, 16, was ist das? Bluthund! Ein Bluthund! Ich glaube, die waren nicht so schwer. Ja, okay. Ich mache ihn doch mal mit dem Säbelchen. Ah, Ring wieder. Ah, lassen wir erstmal. Ja, also da war ich. Upsi Daisy. Ja, 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 ja. Okidoki. Er zappelt noch ein bisschen rum. Ja, da hatte ich meinen ersten Computer. Naja, Geschenk gekriegt nicht, aber einen Teil gekauft. Den Anteil haben meine Eltern gegeben zu Weihnachten und ich habe mir die Hälfte dazu bezahlt. Hm, so sieht das nämlich aus. Jetzt wollt ihr alle wissen, was war dein erster Computer? Ein C64er? Nein, war er nicht. Das war der Vorgänger, der VC20 oder VIC20. So, und der hat irgendwie bestochen durch... Naja, bestochen, also ich meine... Mit dem konnte man richtig gute Tricks machen. Und war auch eigentlich ein guter Anfängercomputer. Wo sind wir eigentlich hier? Schade, Leute. Ich hätte mich mal auffrischen sollen. Weil ich kann jetzt nicht gucken, ob er noch in meiner Nähe ist. Außerdem ist es sehr willig. Ich werde mal abspeichern und was essen. Ja. Gehen wir mal wieder hier gucken. Gucken, ob er da ist. Okay, das war mein... Oh, da sind ja sehr wilde auch. Schattenläufer, wieso laufe ich da wieder hin, um nur um zu gucken? Das ist natürlich sehr fies gemacht hier mit dem mit der Kuppe. Ein Wüstenschattenläufer, soll der irgendwie schlechter sein oder besser? Der ist besser. Ja, da bin ich wieder und jetzt gucken wir erstmal auf der Karte, ob das überhaupt relevant ist. Da erstmal lang zu gehen, ist es nämlich nicht.
Ja, ja, VC20, klar, kurzer Anfänger, der hatte 3 Kilobyte RAM gehabt, aber insgesamt 5 Kilobyte in Wirklichkeit, also Kilobyte, nicht Megabyte, nicht Gigabyte, Kilobyte. Und da konnte man schon ein bisschen was anfangen mit. Und jetzt stehe ich genau über Uga oder unter Uga? Wo bin ich denn? Ach, da oben ist Uga. Ach, da müssen wir doch da rum an die Schattenläufer. Holla, die Waldfee, muss das sein? Naja, um das eben abzuschließen mit dem VC20, 64 und so weiter und so fort. Damals gab es eine Computersprache, die wird ziemlich einfach zu erlernen, Basic. Und später wurde es dann bei mir Assembler, also Maschinensprache. Und die richtige Maschinensprache ist ja 0011, also die Binärsprache. Und Assembler sind ist eigentlich mehr so ein Interpreter für die Maschinensprache. Und ich glaube, ich werde dann mal wieder den Fehler machen. Na, da ist er. Was mache ich denn jetzt? Komm einfach nicht dazu, den zu killen. Und mit Feuerfallen glaube ich auch nicht, dass das was bringt. Na, vielleicht soll die mal wieder ein bisschen einwupsen. Wupsen. Feuerfeil. Ja, von den anderen habe ich nicht viel. Das bringt mir auch nicht viel. Ja, das war halt eben meine Erfahrung, erste Erfahrung mit dem Homecomputer. Du bist ja die ganze Zeit da am Rumjonglieren. Was machst du denn da? Wüstenschattenläufer. Ah, shit. Bleib da hängen, das ist doch cool. Moment. Ich treffe ihn, aber geht keine Energie runter. Ist jetzt ein anderer anvisiert und im Hintergrund. Das hat man schon mal gehabt. Versuche es nochmal, indem ich ein bisschen näher rangehe. Für bessere Trefferchance. Oh, er richtet sich so langsam zu mir. Oh, Leute, das ist unmöglich hier. Hat er eine andere Position gefunden? Irgendwie gehen meine Pfeile doch ein bisschen ins Aus. So. Kompletter Trefferschanze. Richtig. Nochmal näher. Ah, okay. Das könnte was werden. Na, endlich. Mühselig. Ich muss mal ein bisschen Abstand hier nehmen. Zu gucken, ob da noch einer ist. War noch mehr, habe ich das Gefühl. Ah ja, da hinten. Ich speichere mal hier an der Stelle ab und überlege mir derweil irgendwie doch ganz schnell hier vorbeizugehen, weil da sind noch mehr. Hier habe ich keine Lust irgendwie zu begegnen. Oh, hallo. Rote Laterne Höhle oder wie? Hier kann man schlafen. Hier gibt es Pilze. Welche denn? Butlerfleisch? Ja, Dunkelpilz. Oh, schön. Habe ich ja lange nicht mehr gefunden. Ach, übrigens auf meiner Seite unter Retro, also in der Playlist Retro, alte Computerspiele und Computer, kann man sehen, welchen Rechnern ich damals mal gearbeitet habe. Da ist der VC20 auch dabei. Da erzähle ich ein bisschen, falls euch das interessiert, könnt ihr mal gucken. Oh, sorry, gehustet. Da war doch jemand. Ein Brenton. Ein Brandon. Und noch jemand. Ich bin dran. Ach so, jetzt bin ich dran. Warum bin ich jetzt dran? Alarm! Alarm! Mist. Wahrscheinlich wegen. Alarm! Mist. Lad noch mal ein und habe mich der Adeptenkleidung bemächtigt. Also die habe ich jetzt angezogen.
Ich will einfach nur wissen, warum die Alarm schlagen. Ich habe das noch nicht ganz und ich weiß auch gar nicht, wer das ist. Ach ja, die Pilze müssen wir nachher nochmal holen. So, ich habe meine Adeptenkleidung an, wobei ich nicht weiß, wer ist Brandon? Ach, verdammt. Okay. Was willst du? Mhm. Hallo, ich bin jemand, der hoffentlich schnell wieder geht. Wir können gerne auf deinen Besuch verzichten, Fremder. Warum? Verdammt. Ich hab da mal eine Frage. Lass mich in Ruhe. Wenn du was wissen willst, musst du mit Humphrey reden. Er ist der Boss. Nochmal. Humphrey? Das wird der Linke sein. Verdammt. Was willst du? Komm her, Mist. Ja, man ist vor Überraschung nicht gefeit. Eigentlich wollte ich ja Uga in dieser Folge ja irgendwie erreichen oder erreicht haben, zumindest vor den Toren stehen, aber aufgrund der Möglichkeit, dass jetzt plötzlich diese Heinis hinterherkommen, okay, werde ich sie von hier oben natzen. Und das überspringe ich dann, ne? So. Noch ein paar. Ja, das war's doch schon. Wunderbar. Ja, dann werden wir sie mal eben schnell looten. Uiuiui. Karr. So. Ist denn noch einer da in der Nähe? Doch, Tatsache. Ach, den lassen wir jetzt links liegen. Kein Bock mehr drauf. Jetzt wollen wir mal zu Brenton und wie hieß denn nochmal der andere da? Da musst du mit reden. Auch ein bekannter Name. Werden wir gleich sehen. Aber erstmal wieder mal umkleiden, das Ganze. Wutsch, wutsch, wutsch. Und das hole ich nachher im Off. So. Speichern. Dann wecken wir den mal eine Runde und starten die. Geh mal kurz durch. Ja, ja, ich weiß. Stängel Sumpfkraut. Welt eines Wüstenhainis. Wüsten. Und looten erstmal die Geschichten. Gibt's noch was? Ach, der Humphrey heißt er richtig, genau. Welt eines Wüstenwolfes. Und ja, ich will das hier durchhaben. Machen wir mal im Schnellverfahren. Verdammt, genau, ich habe da mal eine Frage. Zack. So, und dann kann man ja noch. Hat man auch die Möglichkeit, ihn zu bestehlen. Es wäre einfach. Das machen wir auch mal. Eine Frage. Das machen wir nicht. Dafür werden wir mal den Humphrey anquaken. Oh, ist das so eine schöne Kampfbedeckung. Was ist los? Hallo. Hallo. Verzieh dich, aber sofort. Mhm. Ja, fröhlich gesonnen sind sie mir nicht. Hallo. Verzieh dich. Okay. Dann sind sie am Schlafen. Ich speichere mal ab. Bevor wir die Truhe knacken. Ach, apropos abspeichern. Ich habe mal was gefunden. Und zwar, das war das Medium, auf dem wir unsere Programme abgespeichert haben. Also eine, hier steht da sogar noch GV2. Vom VC20 eine Musikkassette, ganz herkömmliche Musikkassette, auf die wir unsere Programme abgespeichert haben. Ne? Damit klappte das. Okay, Truhe live knacken, Kuli nehmen, anvisieren und erstmal das machen. Nehmen wir das hier nochmal, dann nehmen wir dich nochmal. Oh, okay, das ist jetzt Wechselwirkung, das wusste ich vorher nicht. Ah, ha, ha, ha. Okay. Okay, haben wir es auch. Was haben wir? 55 Gold, hat sich ja gelohnt, weil den... Können wir noch was klauen hier? Noch hier ein Wüstenwolf-Fell. Ja, und dann gehen wir wieder raus und gucken wir mal, wo Uga, Uga, Balla, Balla, Peng, Peng ist. Also in welche Richtung wir da müssen. Entweder. Also wir sind hier Richtung Oase. Uga ist hinter uns. Aber ich komme ja nur hier an die Stelle. Ich gucke mal eben drauf auf die Zeit. Jo.
Das ist die Bruttospielzeit für mich. Das sind schon 30 Minuten. Ein paar Fehlkämpfe hatte ich. Ja, das sieht oasig aus. Sehr oasig. Guck ich. Ob ich. Gegnerisch. Wüstenratten. Wüstensnapper. Wüstensnapper. Ja, dann, das wird ein längerer Kampf werden, den wir dann in die nächste Folge verschieben, also für morgen. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's Beste draus. Habt einen Kommentar und gebt einen Daumen. Und wir sehen uns wieder, wenn wir hier dieses ganze Zeug mal aus der Oase entfernen. Ciao.